Liebe Zuschauer, in Ludwigsburg inszenierte Vico von Bülow, bürgerlich als Loriot bekannt, seine zweite Oper, den Freischütz von Karl Maria von Weber. Auch wenn einige von Ihnen jetzt enttäuscht sein werden, Wum und Wendelin erscheinen nicht auf der Bühne, nicht einmal in der Wolfsschlucht. Aber der berühmte Jägerchor zum Beispiel ist ein Kabinettsstück in bester Loriot'scher Manier. Ansonsten scheut Loriot weder Naivität noch Religiosität, rückt diese beliebte und beargwöhnte romantische Oper in die Mitte des 19. Jahrhunderts, also ins menschliche Format. Ja, da gibt es viele Köstlichkeiten zu entdecken, dazu gut aufgelegte Sänger und Musiker. Dirigent ist Wolfgang Gönnenwein. Und Loriot selbst wird Sie, liebe Zuschauer, höchstpersönlich durch seine Oper begleiten. Wir wünschen Ihnen jetzt dazu viel Vergnügen. Meine Damen, Herren und Kinder, Sie erleben jetzt die Geschichte eines jungen Mannes, der durch die Schuld seiner Mitmenschen, aber auch durch eigene Schwäche, um ein Haar in die Gewalt des Bösen gerät und erst im letzten Augenblick gerettet wird. Max, der Jagdgeselle und gute Schütze, hat in letzter Zeit kein Glück. Auch heute gewinnt nicht er das Preisschießen, sondern Kilian der Bauer, und Max wird zum Gespött der ländlichen Zuschauer. Noch peinlicher wird alles durch das Eintreffen des Erbförsters Kuno. Der ist nämlich nicht nur sein Vorgesetzter, sondern auch der Vater Agathes, seiner Braut. Und da Kuno keinen männlichen Nachkommen hat, erhielte Max durch die Hochzeit mit Agathe auch das Anrecht auf die Erbförsterei. Die Sache hat nur einen Haken. Nach altem Brauch muss der zukünftige Erbförster seine Eignung für diesen Posten durch einen gelungenen Probeschuss vor dem Landesherrn beweisen. Max weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn er morgen vor den Augen des Fürsten wieder daneben schießt, verliert er nicht nur die Erbförsterei. Der enttäuschte Kuno sagt es mit aller Deutlichkeit: Dann müsste ich dir meine Tochter versagen. Max bleibt allein zurück. Er fühlt sich durch das autoritäre Verhalten Kunos gedemütigt, sieht sich von Gott verlassen und von bösen Mächten bedroht. Als er sein Unglück herausschreit, erscheint Kaspar, ein Jagdgeselle wie er, und schlechter Freund. Kaspar wurde von Agathe abgewiesen und wartet seitdem auf eine Gelegenheit, sich an beiden zu rächen. Der Augenblick ist günstig. Max lässt sich dazu verführen, mit Kaspar um Mitternacht in der verrufenen Wolfsschlucht Freikugeln zu gießen. Kugeln, die unfehlbar treffen. Er müsste wissen, dass er dadurch seine Seele an den Teufel verkauft. Aber die Angst vor seinem Versagen, die Angst, Agathe zu verlieren, die Angst vor einer öffentlichen Blamage und dem Verlust seiner Stellung ist stärker. Er kann nicht anders. Kaspar triumphiert.
ich denn blind? Alles in Güte und Liebe, werter Herr Erbförster, gar nicht böse gemeint. Es ist herkommen bei uns, dass wer stets gefehlt hat, ein wenig gehänselt wird. Alles in Güte und Liebe. Stets gefehlt? Wer? Wer hat das? Es ist freilich arg, wenn der Bauer mal über den Jäger kommt. Fragt ihn nur selbst. Max, du? Ich kann's nicht leugnen. Ich habe nie getroffen. Dank Samuel. Seit 4 Wochen hast du keine Feder nach Hause gebracht. Und auch jetzt. Ich bin dir wie ein Vater gewogen. Aber wenn du morgen beim Probeschuss fehltest, müsste ich dir das Mädchen versagen. Morgen? Morgen schon? Was ist das überhaupt mit dem Probeschuss? Ja, was soll das eigentlich? Ja, genau. Mein Urgroßvater. Sein Bild hängt noch im Forsthaus. Hieß Kuno wie ich und war fürstlicher Leibschütz. Einmal trieben die Hunde einen Hirsch heran, auf dem ein Mensch angeschmiedet war. So bestrafte man damals die Waldfrevler. Dieser Anblick erregte das Mitleid des damaligen Fürsten. Er versprach demjenigen, der den Hirsch erlege, ohne den Missetäter zu verwunden, eine Erbförsterei.
Der Leibschütze legte an, befahl die Kugel den heiligen Engeln. Der Hirsch stürzte und der Wilde blieb unversehrt. Gott sei Dank! Ein Meisterschuss! Und ein Glücksfall, wenn nicht vielleicht gar... Ich müsste der Kuno gewesen sein. Hört noch das Ende. Kunos Neider hinterbrachten dem Fürsten, der Schuss sei mit Zauberei geschehen. Kuno habe nicht gezielt, sondern eine Freikugel geladen. Dachte ich's doch. Eine Freikugel. Sechste Treffen, aber die siebte gehört dem Bösen. Wer kann sie hinführen, wohin sie ihm beliebt? Nichts als Naturkräfte. Aus diesem Grunde machte der Fürst bei der Stiftung den Zusatz, jeder von Kunos Nachfolgern habe zuvor einen Probeschuss abzulegen. Und seitdem ist es Sitte, dass der junge Förster am selben Tag mit seiner Erwählten getraut wird, die unbescholten sein muss und im jungfräulichen Ehrenkränzlein erscheint. So, wir wollen uns wieder auf den Weg machen. Max, nimm dich zusammen. Ich erwarte dich vor Sonnenaufgang. Diese Sonne, furchtbar steigt sie mir empor. Leid, gute Wonne, beides ruht in deinem Rohr. Ach, ich muss verzagen, dass der Schuss gelingt. Ach, ich muss verzagen, dass der Schuss gelingt. Ich muss verzagen, dass der Schuss gelingt. Nur ein kleines Wagen ist, was Glück erbringt. Nur ein keckes Wagen, nur ein keckes Wagen ist, was Glück erringt. Hab gar keinen Zagen, wie könnt ich's ertragen? Doch mich verfolget Missgeschick. Doch mich verfolget Missgeschick. Excellent.
Aus hinterm Klüften tut morgen der feurige Krieg. Was will ich nur mit hinein. Mir ist nicht nach Tanzen, wie es verliebt. Alles, was mir
nicht konnt erschauen, warb es sich an Roste bin, alles, was ich konnt erschauen, warb es sich an Roste bin. Abends bracht ich reiche Beute und wie über eigenes Glück drohend wohl dem Mörder freute sich Agathes liebes Blick freute sich Agathes liebes Blick freute sich Agathes liebes Blick freute sich Agathes Ich war
bist du ja, mein Freund. Gut, dass ich dich finde. Mir fiel ein guter Rat für dich ein. Ich kann's nämlich nicht verschmerzen, dass du zum Spotter Bauern geworden bist. Die mögen gelacht haben. Du musst mit mir trinken. Verschone mich damit. So, Freundchen. Mit wem sprichst du da? Ich? Mit niemand. Ich sagte so, Freundchen, weil ich dir einschenkte. Ich mag nichts. Der Herr Förster soll leben. Auf die Gesundheit deines Lehrherrn wirst du doch wohl mittrinken. Also dann, lass uns einsingen. Ein Jammertal, wäre doch nicht als blank und mal, trägt der Stock nicht Trauben. Darum bis zum letzten Hauch setz ich auf Gottbachos Bauch meine feste Glauben, meine feste Nicht mitsingen! Lass mich! Du Vergate so lieben. Wer die Gesundheit seiner Braut ausschlüge, wird doch wahrlich ein Schuft. Eins ist eins und drei sind drei, drum addiert noch zwei allein zu dem Saft der Reben. Kartenspiel und Würfellust und ein Kind mit runder Brust hilft zum ewigen Leben, hilft zum ewigen Leben. Sie ist aber auch gar nichts anzufangen. Unser Herr Fürst soll leben. Aber dann keine Tropfen mehr. Ohne die Folion ist kein wahres Gaudium, seid ihr die ersten Öhen. Flächen sei mein ABC, Würfelkarte, Käterle, meine eigene Liebe, meine eigene Liebe. Willst du schon nach Hause? Ja, es schlägt schon sieben. Zu Agathe. Du weißt, dass er auf ein gutes Zeichen für morgen hofft. Morgen. Bleib noch. Dir könnte geholfen werden. Mir? Geholfen? Um dir meine Freundschaft zu beweisen, könnte ich dir unter vier Augen. Es gibt gewisse geheime Kräfte der Natur. Gewisse unschuldige Jagdkünste. Wie wär's, wenn ich dir zu einem glücklichen Schuss verhülfe? Der Agathe beruhigte. Wie ist das möglich? Nimm meine Büchse. Was soll ich damit? Sagt sich denn gar nichts? Da! Siehst du den Schüsser dort? Schieß! Es ist zu dunkel. Schieß! Der Vogel schlägt, wollte nur über Schuss weichen. Schieß! Was ist das? Der größte Scheinadler, den es gibt. Ich begreife das nicht. Diese Büchse ist doch wie jede andere. So, Kamerad. Dies als Siegeszeichen. Das wird dich bei den Bauern in Respekt setzen und Agathe erfreuen. Was hast du geladen? Was war das für eine Kugel? Eine trächtige Blindschleiche. Kasper! Was war das für eine Kugel? Lass mich los! Ich bring dich um! Wo hast du die Kugel her? Wüsstest du wirklich nicht, was eine Freikugel ist? Hast du noch mehr solche Kugeln? Das war die letzte. Sie haben gerade ausgereicht. Ausgereicht? Was heißt das? Dass sie in dieser Nacht zu bekommen sind. In dieser Nacht? Ja. Schaff mir so eine Kugel. Sei Punkt 12 in der Wolfsschlucht. Um Mitternacht in der Wolfsschlucht? Nein! Schlucht ist verrufen. So mach dich morgen zum Landesgespött. Verlier die Försterei. Untergang. Ich bin dein Freund und will selbst für dich gießen. Aber du musst dabei sein. Deine Zunge ist glatt. Nein, an solche Dinge darf man nicht... Falschling! Als
Also nur durch fremde Schuld möchtest du dein Glück erkaufen. Glaubst du, dann wäre deine Schuld geringer? Glaubst du, diese Schuld lastet nicht jetzt schon auf dir? Glaubst du, dieser Adler sei dir geschenkt? Wenn du recht hättest, du wartest einen Schuss, um Agatha zu trösten. Aber fehlt dir an Mut, um sie zu kämpfen? Das würde unser Püppchen kaum glauben, dass mich deinetwegen verwarf. Es soll gerecht werden. Mut hab ich! Verteilt ihn! Bei Agathas Leben! Ich komme. Ich erwarte dich um 12. Und schweig gegen jedermann. Ich komme. Schweig! Schweig! Damit ich niemand warnt. Schweige! Damit ich niemand warnt. Zur selben Zeit wartet Agathe im Jagdschlösschen ihres Vaters sehnsüchtig auf Max und näht an ihrem Brautkleid. Nur Ännchen, eine Freundin, leistet ihr Gesellschaft. Beiden ist es unheimlich zumute, weil das Bild des Urgroßvaters wie von Geisterhand von der Wand gefallen ist und Agathe an der Stirn verletzt hat. Beunruhigend ist für Agathe auch ein Strauß geweihter Rosen, den ihr ein Eremit geschenkt hat, um sie vor einem drohenden Unheil zu bewahren. Ännchen spielt die Heitere, um Agathe auf andere Gedanken zu bringen. In Wahrheit leidet sie unter dem Liebesglück ihrer Freundin und kann die eigene Neigung zu Max nur schwer verbergen. Das lange Warten raubt Agathe fast den Verstand. Als Max plötzlich im Zimmer steht, aus schlechtem Gewissen lügt und stammelt, will sie nur wissen, ob er beim Preisschießen getroffen habe.
und erschreckt ihn mit der Behauptung, sie werde sterben, wenn er morgen beim Probeschuss nicht bestehen werde. Das ist die Entscheidung. Max behauptet, einen Hirsch geschossen zu haben, der noch im Walde liege und den er noch hereinholen müsse. Auf die Frage Agathes, wo das sei, antwortet er zum Entsetzen der beiden Frauen in der Wolfsschlucht und stürzt davon. Böse Gäste, immer mit Leid, als sie tanzen, durchs Leben, das nur ist vorgewandt, rennen sie.
Du hast das Tuch schon abgebunden? Ist denn das Blut gestillt? Sei ohne Sorge, der Schreck war der schlimmste. Wo nur Max bleibt. Er kommt bald. Es ist still hier und einsam. Es ist unangenehm, Mutterseelen allein zu sein, wenn sich längst vermoderte Herrschaften so mir nichts, dir nichts von den Wänden herab bemühen. Da lob ich mir die Lebendigen und Jungen. Kommt, der schlanke Bursch gegangen, von den Eremiten zurückgekommen bin, liegt's mir wie ein Stein auf dem Herzen. Wieso? Er hat dir doch die geweihten Rosen geschenkt. Er warnte mich vor einer unbekannten Gefahr. Und nun ist seine Warnung in Erfüllung gegangen.
Das herabstürzende Bett hätte mich töten können. Die Hosen sind mir nun doppelt teuer. Mein Vater war ein tapferer Mann und sehr unzufrieden, dass ich's nicht auch werden konnte. Er meinte, man müsse die Furcht nur verspotten. Dann fliehe sie. Soll ich die Rosen vors Fenster stellen? Tue das. Aber dann lass uns auch zu Bett gehen. Nicht eher, bis Max da gewesen ist. Gute Nacht. Oh,
Agathe! Max! Verzeih, wenn du meinetwegen aufgeblieben bist. Ich komme nur für einen Augenblick. Du bist wieder fort? Ich muss. Wir sind ja recht lebhaft. Vermutlich getanzt. Ja, vermutlich. Du bist schlecht gelaunt. Hast du nicht getroffen? Im Gegenteil. Was hast du gewonnen? Wenn es ein Band ist, musst du es mir schenken. Bitte. Was hast du getroffen? Es ist mir wichtig. Ich war gar nicht beim Sternschießen. Du sagst doch, du hättest getroffen. Ja, doch. Den größten Steinadler habe ich aus den Wolken gehoben. Verzeih. Sei nicht so hastig. Du fährst mir in die Augen. Dein Haar ist blutig. Der Urgroßvater fiel herunter. Das Bild dort? Es ist sonst kein Bild hier. Halb und halb war Agathe selbst schuld. Warum ist sie auch ab 7 ihm ans Fenster gelaufen? Um 7? Ja, die Tomo drüben im Dorf hatte gerade ausgeschlagen. Um diese Zeit schoss ich den Adler. Du sprichst mit dir selbst. Was hast du? Nichts. Bist du unzufrieden mit mir? Nein, wie könnte ich? Ich liebe dich. Wenn du morgen kein Glück hättest, wenn wir uns trennen müssten, es würde mich töten. Eben. Darum muss ich wieder fort. Was treibt dich? Ich habe Glück gehabt. Ich habe in der Dämmerung einen 16-Ender geschossen. Der muss noch hereingeschafft werden. Sonst stehlen ihn nachts die Bauern. Wo liegt er? Ziemlich weit. In der Wolfsschlucht. Wie? Was? Entsetzen? Drunten Schreckenschlucht. Tod in der Schreckenschlucht. Ein Verlierer.
Schlag 12, zur Mitternachtsstunde, ruft Kaspar in der Wolfsschlucht nach Samiel, dem Herrn der bösen Mächte. Samiel antwortet und Kaspar verspricht ihm Max als neues Opfer zur Verlängerung der eigenen Lebensfrist. Max sei bereit, für Freikugeln seine Seele zu verkaufen. Und Kaspar schlägt vor, morgen beim Probeschuss die 7. Kugel, die von jeher dem Bösen gehört, auf Agathe zu lenken. Dadurch werde Max zum Mörder und zum Opfer der Hölle. Samiel ist einverstanden, aber er sichert sich ab. Morgen er oder du. Da erscheint Max am Rande der Schlucht. Noch zögert er, glaubt, seine tote Mutter zu sehen, die warnend die Hand erhebt. Erst als ihm Agathe erscheint, die sich in den Fluss zu stürzen droht, springt er hinab zu Kaspar. Der trifft seine unheilvollen Vorbereitungen und beginnt bei aufkommendem Unwetter mit dem Gießen der 7 Freikugeln. Bei jeder Kugel steigern sich die Ängste der Männer und gegen die letzte Kugel, die 7., scheint sich die Natur mit aller Kraft zu wehren. Max sucht Schutz bei Kaspar und da schlägt es 1 Uhr. Es tritt Totenstille ein.
Schein eines Zauberers Hirngebein. Samuel, Samuel, erschein! Das Herz auch raus.
außer allen Schrecken. Langsam, die Frist ist gewonnen. Kommst du endlich, Kamerad? Ist es recht, mich so allein zu lassen? Ich schoss den Adler aus hoher Luft. Ich kann nicht mit Herz. Mein Schicksal ruft. Zeit alt! Ich kann nicht hinab. Asmert, glühst doch sonst wie eine Gänse. Sieh dorthin, sieh! Was dort sich weist, ist meiner Mutter geist. Warnenden Blick, sie winkt mir zurück. Samuel, hey, meine Fratzen! Sieh noch einmal hin, damit du die Folgen einer feigen Torheit erkennst. Bleib aus dem Preis, sonst kostet's dein Leben. Was hab ich zu tun? Was du auch hören und sehen magst, verhalte dich ruhig. Käme vielleicht ein Unbekannter uns zu helfen? Was kümmert's dich? Nur wenn du mich selbst erzittern siehst, dann komm mir zu Hilfe. Rufe, was ich rufen werde. Sonst sind wir beide verloren. Wie wird das enden? Still, die Augenblicke sind kostbar. Hier. Dass das bleibt. Etwas gestoßenes Glas von zerbrochenen Kirchenfenstern. Das findet sich. Etwas Quecksilber. Drei Kugeln, die schon einmal getroffen. Das rechte Auge eines Widows. Das linke eines Luchses. Probatum est. Nun, den Kugelsegen. Bei in dieser Nacht, bis der Zauber ist vollbracht. Salbe mir so Kraut als Blei, segne sieben, neun und drei, dass die Kugel tüchtig sei. Samuel, Samuel, herbei!
das wilde Heer! Zeit! Der Tag des Probeschusses ist angebrochen. Kaspar hatte die Freikugeln mit Max geteilt. 3 für sich und 4 für Max. Unglücklicherweise aber ließ sich Max vom Fürsten verleiten, vorab schon etwas von seiner Treffsicherheit zu zeigen. So verschwendete er 3 von seinen 4 Freikugeln. Und da Kaspar inzwischen 2 Elstern erlegt hat und seine 3. Freikugel absichtlich in den Waldboden jagt, gibt es für den Probeschuss nur noch die 7. Kugel. Max hat sie geladen, aber Samuel kann sie lenken, wohin er will. Die Katastrophe scheint unabwendbar. Im Forsthaus bereitet sich Agathe auf ihren großen Tag vor. Sie trägt schon ihr Brautkleid, aber statt sich zu freuen, wird sie von Ahnungen und Albträumen gequält. Nach verzweifelten Versuchen, ihre Freundin aufzumuntern, verlässt Ännchen das Haus, um den Brautkranz abzuholen. Gott sei Dank kommen im richtigen Augenblick die Brautjungfern und bringen Agathe ein verspieltes Ständchen. Kurz darauf ist Ännchen wieder zurück und macht eine schreckliche Entdeckung. In der Schachtel, die sie mitgebracht hat, ist nicht der Brautkranz. Es ist eine Totenkrone. Thank you.
Tag. Glück zu, Herr Expektant. Sei höflich gegen den. Der hat 3 Schüsse getan. Unser einer kann nicht so weit sehen, geschweige denn treffen. Die Durchlaucht ist ganz versessen auf ihn. Aha. Hast du noch von den Glückskugeln? 3 nahm ich, 4 für dich, kann ein Bruder redlich erteilen. Aber ich habe nur noch eine. Der Fürst hatte mich ins Auge gefasst. Da habe ich 3 verschossen. Was hast du denn mit den Kugeln angefangen? Bist du toll? Es macht mir Spaß. Aber dann hast du noch eine. Gib sie mir. Ich noch eine, du noch eine. Und die hebt ihr fein auf zum Probeschuss. Gib mir deine 3. Ich mag nicht. Kasper! Nein! Und wenn du mir zu Füßen fielst. Und jetzt noch die 6. verbraucht. Die 7. hebt ihr mir schon auf zum Probeschuss. Wohl bekommst der schönen Braut.
Tränen und Frühregen wären nicht lang, sagt das Sprichwort. Regen genug hat's ja gegeben. Oft dachte ich, der Sturm würde das alte Haus ganz über den Haufen blasen. Ich habe so quälende Träume gehabt. Mir träumte, ich sei in eine weiße Taube verwandelt. Max zielte nach mir. Nun war ich wieder Agathe. Ich stürzte und ein großer schwarzer Vogel wälzte sich im Blut. Allerliebst, allerliebst. Wie kannst du dich darüber freuen? Nun, du arbeitetest noch spät an deinem weißen Brautkleid. Da hast du die weiße Taube. Du erschrakst vor den Adlerfedern auf Maxens Hut. Da hast du den schwarzen Vogel. Hast du nie gehört, dass Träume in Erfüllung gehen? Fällt mir denn nichts ein, sie zu zerstreuen? Ja, ich selbst weiß da ein grausenerregendes Beispiel. Öffne sich und kleide weiß von ihr in Nase.
Wir führen den Tisch zu Schwingung und Tanz zum Glück.
Da bin ich wieder. Singt noch einmal das Ende des Liedchens. Die Verkäuferin die Schachteln vertauscht. Aber einen Brautkranz müssen wir haben. Nimm die weißen Rosen und binde daraus die Brautkrone. Vor dem Altar und dem Sarg trägt die Jungfrau weiße Rosen. Sie verschlingen sich wie von selbst. Singt, singt doch. Auf einer Waldlichtung gibt der Fürst den Befehl zum Probeschuss, nachdem er mit seinem Hofstaat ausgiebig getafelt hat. Max schießt die siebente Kugel, aber Agathe wird nicht getroffen. Sie ist durch ihren Brautkranz aus den geweihten Rosen des Eremiten vor der Teufelskugel geschützt. Damit ist Kaspar verloren, seine Seele fällt Samuel zu. Max bereut und bekennt öffentlich seine Schuld. Aber der Fürst kennt keine Gnade. Max soll auf Agathe verzichten und das Land verlassen. Seine Existenz scheint vernichtet. In diesem Augenblick größter Hoffnungslosigkeit betritt der Eremit die Szene. Als Verkörperung von Weisheit und Nächstenliebe eine Erscheinung nicht von dieser Welt, der sich Volk und Fürst gleichermaßen beugen. Max erhält Gelegenheit zur Bewährung und das Volk dankt dem Vater im Himmel für diese Fügung. Nur der anwesende Dorfpfarrer bezweifelt von Amts wegen, ob der Eremit zu biblischen Auftritten dieser Art berechtigt sei. Er sammelt seine Gemeinde und verlässt mit ihr den Ort des Geschehens. Zurück bleiben der Eremit und Samuel. Bei allem Finaljubel in C-Dur wird unsere Welt auch weiterhin aus Gut und Böse bestehen. Thank you.
verehrten Damen und Herren. Meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein alter Kuno. Ich genehmige sehr gern die Wahl, die Sie getroffen haben. Sie haben zwar noch einen älteren Jagdburschen, dem wenigstens nach Dienstjahren der Vorzug gebührte, aber der von Ihnen erwählte Schwiegersohn gefällt mir. Und wo ist die Braut? Ich habe so viel zu Ihrem Lobe gehört, dass ich auf Ihre Bekanntschaft neugierig bin. Leib nur das Püppchen. Untertänigsten Dank, Euer Durchlaucht. Der Zeit nach muss meine Tochter bald hier sein. Aber ich bitte Euer Durchlaucht, mir gnädigst Gehör zu schenken und den Probeschuss vor Ihrer Ankunft ablegen zu lassen. Ich fürchte, die Gegenwart der Braut könnte Max in Verwirrung setzen. Er scheint für einen Weidmann noch nicht kaltes Blut genug zu besitzen. Na, wer weiß, mein Guter, ob's uns beiden am Hochzeitstage besser gegangen wäre. Wohl auf, junger Schütz. Einen Schuss wie heute früh, deine drei ersten, und du bist geborgen. Siehst du dort die weiße Taube? Schieß! Thank you.
sah ihn Klaus nah bei ihr stehen. Der Himmel siegt, es ist um mich geschehen. Rätsel lösen, wohl schwere Untat ist geschehen. Weh dir, wirst du nicht alles treu gestehen. Verlockte mich, dass aus Verzweiflung ich vom Pfade der Frömmigkeit und Tugend wich. Vier Kuren, die ich euch verschoss, sings.
ich mit jenem goss. So alle meine Mitumaren umkehren nimmer in dies Land, vom Himmel muss die Hölle scheinen, nie. Empfängst du diese reine Hand? Zu edler Herzen weg zu setzen.
und unterliegen sie den Netzen, so mit sie leiden Schaft und Krieg. Wer hebt den ersten Stein mal auf, wer griff in seinen Busen nicht? Bewährst du dich, wie nicht der Greise von